Veranstaltung gibt es hier in Neckenmark zu sehen? Wir veranstalten heute die vierten Neckenmarkter Highland Games. Welche Disziplinen werden heute die Besucher sehen? Wir haben heute 7 Disziplinen. Das sind sehr traditionelle schottische Bewerbe mit Baumstammwerfen, Gewicht hochwerfen, Steinweitwurf, Seilziehen, Eierweitwurf und dann haben wir einen Spaßbewerb. Highland Games gehören seit Jahrhunderten zur schottischen Kultur und die Neckenmarkter haben sich dieser Tradition angeschlossen. Was bedeuten diese Spiele für euch? Wir sind sehr stolz auf diese Veranstaltung und wir haben eine unheimliche Freude. Wir haben sehr viel Zuwachs in unserem Clan. Wir sind 19 Mitglieder und haben eine wirkliche Freude an dem Sport und an die schottischen Traditionen. Genial, wie die Damen die Baumstämme durch die Gegend katapultierten. Jawohl! Wie seid ihr auf die Idee gekommen, als Frauen bei diesen Spielen mitzumachen? Es haben schon immer Frauen mitgemacht. Und jetzt vor Anfang August haben sich ein paar zusammengefunden und so ist eine ganze Gruppe entstanden von 3 Dreier-Damenteams in Neckenmark. Trainiert ihr viel, um diesen schweren Sport ausüben zu können? Es geht. Also es kommt immer darauf an, ob man das schon gemacht hat, wie viel Kraft man hat. Seilziehen, einer der Bewerbe, wo das Publikum ebenfalls voll auf seine Kosten kam. Bei diesen Bewerben waren 5 Damenteams mit insgesamt 15 Teilnehmerinnen anwesend. Lara, du bist ja ebenfalls voller Eifer mit dabei. Ja, ich auf jeden Fall mache auch so Sport und das ist mir schon wichtig so. Und am späteren Nachmittag machen wir da vorne mit der Absperrung. Die Highland Games geben das Gefühl der Gemeinschaft, wo Feiern und Tradition vereint werden. Auch beim Gewicht hochwerfen machten die Damen männlichen Bewerbern Konkurrenz. Schließlich kam dann noch der Bewerb Kugelstoßen. Wie verbreitet sind die Highlander in Österreich? Es gibt in Österreich zwei sehr traditionelle Vereine, die Gordon Highlanders in Donnerskirchen und eine Highlander-Partie in Vorarlberg. Die veranstalten das seit 25 Jahren. Und unser Clan-Chief, der Gregor Mick, der macht das seit 15 Jahren. Baumstammwerfen, eine Disziplin, die nicht gerade zu den einfachsten gehört. So mancher tut sich ein bisschen schwer dabei. Doch die Profis lassen nicht lange auf sich warten. Sensationell, was da an Gewicht durch die Gegend geschupft wird. 7 Herrenteams mit 29 Teilnehmern kämpften um die besten Plätze. Circa 1000 Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Jawohl! Super!
Geht schon, 2 Minuten gehen wir mal fix. Abseits der Wettkampfarena übte sich so mancher darin, wie lange kann ich diese schweren Säcke halten. Wem gelingt es, die beste Zeit herauszuholen? Zum Gaudium der Zuseher und der Anfeuerungsrufe warf so mancher nicht so schnell die Flinte ins Korn oder den Sack auf den Boden. Linke Strecken. Weiter geht es bei den Highland Games, bei den Männern mit Gewicht in die Höhe werfen. Was hier so einfach aussieht, verlangt aber den Teilnehmern ebenfalls einiges an Kräften ab. Die Wasserwand rettete so manche vor dem Hitzekollaps. Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß. Die schottischen Highland Games hatten ihren Beginn in den schottischen Highlands und wurden alsbald auch außerhalb Schottlands zu einer der beliebtesten Sportveranstaltungen. Zu verdanken haben wir dies den emigrierten Schotten, die so ihre Tradition in die Welt hinaustrugen. Kannst du dir das Geheimnis lüften? Was tragt der Highlander unter den Kilt? Der Unterschied zwischen Rock und Kilt ist, dass man unter einem Rock und unter einem Kleid Unterwäsche trägt und unter einem Kilt nur Lippenstift von seiner Liebsten. Wir haben nichts. Wir haben im Laufe der heutigen Veranstaltung sicher die Gelegenheit, dieses Geheimnis auch ein bisschen zu lüften. Alles verraten wir nicht, aber die Rückseite gibt es vielleicht zu sehen. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen Bewerb, da sind ein paar spaßige Sachen dabei, beim Seilziehen oder beim Scheitruffahren. Da sieht man auch ein bisschen was vom Geheimnis. Harry ließ sich auf jeden Fall nicht so wirklich unter den Rock schauen. Zu mir, stopp. Hier ist der Herr Spanner. Hey, es müsst ihr ernst nehmen. Absolute Konzentration, aber die Bewerberbilder. Anstrengend genug bekommen. Seid ihr bereit? Ja. Aufpassen! Seilziehen wäre vielleicht die richtige Möglichkeit, um doch hinter dieses Geheimnis zu kommen. Haben Sie unter Ihren Kilt an oder nicht? Und ich kam hinter dieses Geheimnis. Ich werde es aber überblenden und Ihnen versichern. Der Highlander hat wirklich nichts unter dem Kilt. Hiermit verabschiede ich mich von dieser ganz toll organisierten Veranstaltung. Bis vielleicht mit Ihnen, liebe Zuseher, im nächsten Jahr bei den Highland Games in Neckenmarkt.